der FSV Rheinfelden begrüßt Sie zum Rückrundenstart gegen den FV Herbolzheim. Der FSV Rheinfelden führt die Tabelle an mit 6 Punkten Vorsprung. Warum wir Fußball spielen? Manchmal lieben wir den Fußball sogar mehr als unsere eigene Frau. Ja, das ist das, wofür wir leben. Das ist das, was uns ausmacht. Das ist da, wo wir uns alles holen. Haben wir einen Scheißtag, haben wir einen guten Tag, aber da holen wir uns nochmal Energie, weil wir das machen können, was wir lieben. Und so müssen wir das angehen heute. Haut euch raus, haut alles für euch raus. Nur für euch, Männer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Haut rein, okay? 1, 2, 3, 4, 5! Ich denke, die ersten 20 Minuten sind sie besser ins Spiel gekommen. Und dann sind wir immer mehr durch unser Spiel, konnten wir unser Spiel denen aufdrücken, hatten dann ein paar sehr gute Chancen. Das 1-0 erzwungen sozusagen. Und dann kommt Massimo rein, ja. Der ist einfach voll Blutstürmer, oder? Steht genau richtig, zweimal, macht das Ding fertig. Die Mannschaft hat zusammengehalten, hat heute mit 3 Punkten bewiesen, was Vereinsidentität bedeutet. Und wir sind top glücklich. Wir sind jetzt Erster mit 9 Punkten Vorsprung, also besser kann es gar nicht laufen. Die Teamleistung, das macht ein Team aus, alle für einen, einer für alle. Hat die überragend gemacht, der hat überragend gespielt. Wir waren ganz klar die bessere Mannschaft, Auch dieses 13-0, absolut verdient, Wie ihr gekämpft habt füreinander, wie ihr gespielt habt, überragend. Ich bin sehr, sehr stolz, was ich da gesehen habe. Überragend. Genießt den Abend. Was bedeutet der FSV Rheinfelden für mich? Mythos. Emotion. Geschichte. Der Verein ist eine Herzensangelegenheit. Familie. Vor allem aber Faszination. Innovation durch die Fusion der 3 Vereine. Aber das hat nicht immer so ausgesehen. Früher schwarz gegen die Rothosen, aber auch die Grünen. Wambach damals, das war grün. Die schwarze, das war FC Rheinfelde. Und die rote, das war FSV Rheinfelde. Das war wirklich schon so, dass es in früheren Zeiten, als es noch FC und VfR gab, da hätte sich kein Schwarzer ins Bistro nach Rheinfelden getraut, ne, zu den Roten. Und das war dann schon arg getrennt. Das war halt Rivalität mit dem FC 2003. Deswegen SC 03. Da hat Wambach und der FC Fusion gemacht. Und VfR wollte nicht. Weil, also ich sage jetzt mal ganz brutal. Der VfR hat gesagt, ich heirate keine verschuldete Frau. Von Anfang an war nicht so sozusagen, gehabt schon manche alte Fuchs, sage ich mal so, die wollte ich gar nicht, ja, die wollen sie gar nicht. Warum? Deshalb müssen wir jetzt fusionieren. Wieso soll man jetzt uns ablösen? VfR, FC, Wambach. Aber wir haben keine anderen Gründe gesehen. Ja gut, die Schwarze, die waren halt immer, wollten etwas Besseres sein, sagen wir so. Die Rothose, das ist der Arbeiterverein. Die haben die Nase nicht hochgehalten, sodass es reinregnen konnte, ja. Sondern die waren halt auf ihre Art und Weise Ballkünstler, einfach Ballkünstler. Ja. Umso länger oder umso älter das wir alle wurden, umso schlechter wurde aber auch das Niveau bei den Roten sowie bei den Schwarzen. Damals hat er geheißen SC Rheinfelden und dann 2012 kam auch noch der VfR dazu und dann
diese FSV Rheinfelden im Jahr 2012? Ja, am Anfang haben wir uns alle gewehrt, aber es war eigentlich schon im Interesse. Also man war nicht so engstirnig und hat nur hier die Schauklappen gehabt und hat nur den eigenen Verein gesehen, sondern hat nur über den Tellerrand mal geguckt. Und dann kommt ja auch auf den Gedanke, die haben das gleiche Problem. Wir könnten uns mit der anderen zusammenschließen. Ja. Dann sind wir in der Masse eine größere Macht. Ja. Ist für uns alle besser und das ist jetzt dann auch entstanden, der FSV. Ein paar Punkte, die das Spiel hier ein bisschen unnötig spannend machen. Ja. Zum einen ist die Konsequenz vor dem Tor, Jungs, man wollte die Tore schießen. Jedes Mal, scheißegal. Wenn ihr ein Tor schießen wollt, Jungs, dann muss es mit Überzeugung sein. Ihr müsst alles da reinhauen, was ihr habt. Ari, nicht so kompliziert, ruf die Aktion raus, auflösen! Ja, das ist schwer in Worten zu fassen, ich weiß nicht, ist unglaublich. Ja, das erlebt man halt nicht oft und das ist halt das Geile am Fußball, die Emotionen, die Gemeinschaft und alles und da merkt man dann kommt dann alles raus und da fühlt man auch, was man hier Woche für Woche leistet. Ich muss eins sagen, was ihr mit meinen Nerven heute gemacht habt, leck mich am Arsch, das erlebst du in keinem Liebesfilm oder sonst so. Also wirklich Respekt, eine Flasche Wodka geht heute auf mich und auch ein Kasten Bier oder Cola, was ihr wollt. Danke. Was ihr geleistet habt, ist ja diese Saison die beste Saison für den ganzen Verein. Wirklich, Chapeau an jeden Einzelnen von euch. Danke, wirklich. Danke. Ja, aber herzlich willkommen. Also wenn ihr mir anhört, ist Musik. Na Musik. Na mit der Zusammenkunft, die ganze Stadt nachher zusammen, das hat schon komplett alles verändert. Der Verein ist jetzt zusammengewachsen, muss ich sagen. Letztendlich jetzt für Rheinfelden ist das Beste, was hätte können passieren. Und so kann man natürlich dann auch, wie man es jetzt natürlich auch sportlich irgendwo sieht, irgendwo in höhere Sphäre irgendwo ein bisschen angreifen. Und eine Stadt wie Rheinfelden muss eigentlich meines Erachtens mindestens in der Verbandsliga spielen. Es gibt keine Rivalitäten mehr, auch nicht von den Alten. Die freuen sich, wenn der FSV die Liga anführt jetzt auf dem ersten Platz. Ja. Das ist natürlich auch ein Erfolg. Jedem Jugendspieler sein großes Ziel war beim VfR Rheinfelden am Pfingst Jugendturnier zu spielen, weil es international einfach eine Riesengeschichte war. Das hat klein angefangen, das waren die umliegenden Ortschaften bis Schwörstadt, FC Grenzach, Herten. 5 Jahre hat es gedauert und dann ist es auf internationale Basis von Kopenhagen, Real Madrid, FC Bayern, Prag, London war hier. Ja, das waren dann 10.000 Zuschauer. Oder hier hat auch schon der Beckenbauer-Netzer gekickt. Man musste hier am Bach entlang laufen. Auch der Netzer damals oder so. Bekannte Persönlichkeiten mussten über die Straße.
an die Schillerschule, dort ist eine Turnhalle und dort kann man duschen. Das wollte man natürlich auch mal ein bisschen ins Reine bringen und anpassen an die heutige Zeit mit ein bisschen bessere sanitäre Einrichtungen und so diverse Sachen. Ja. Man lockte dann auch keinen Jugendlichen, wenn er über die Straße laufen muss in der Hose, bis er dann seine Kickschuhe abziehen kann. Aber bis es dann jetzt mal so weit war, bis man dann mal irgendwo eine gemeinsame Spielstätte gehabt hätte, über diese Zeit, wo die Jugend dann hier auf dem alten Warmbacher Platz gespielt hat und ein Teil hätte auf dem FC gekickt und dann war der Platz aber nachher wieder weg und ein Teil war auf dem VfR und so eine richtige Heimat war dann nirgendwo. Ne? Und das war natürlich dann überragend, als es dann rauskam, dass man hier ein neues Stadion bekommt. Schön, dass es geklappt hat. Ich habe die Krisensitzung heute einberufen. Zum einen, um die 0-5-Niederlage gegen Stegen zu analysieren mit euch und zum anderen, um das kommende Spiel vorzubereiten gegen Laufenburg. Ja. Gut, Grundfrage zur aktuellen Situation. Kürzester Zeit von Platz 1 auf 3 runter. 7-1, 5-0 Klatschen kassiert. Wie sind wir sportlich in diese Situation gekommen? Du, keine Ahnung. Mannschaft hat eigentlich, was heißt gut gespielt. Die Jungs waren fit vom Kopf her. Aber ich glaube, das ist dann sowas von nach hinten losgegangen, was man sich ja nie wünscht. Aber es ist halt Fußball und haben halt 5-0 auf den Sack gekriegt. So hart, wie es klingt. Also die sind da durchmarschiert, als hätten sie gegen eine dritte Mannschaft gespielt. Denkst du, ist es notwendig, dass wir vielleicht auch die Woche mit den Spielern Gespräche führen, um denen Rückhalt zu geben und auch ein bisschen Selbstvertrauen? Ich denke, es ist nämlich momentan in der jetzigen Situation enorm wichtig, dass der ganze Verein zusammenhält und dass die Mannschaft das auch spürt, dass besonders wir als Vorstand dahinter stehen. Ja, finde ich, das wäre echt ein gutes Ding, was man machen könnte. Wir haben bisher sehr viel geschafft. Wir haben einer der besten Saisons im FSV gespielt und da können wir schon sehr, sehr stolz drauf sein. Egal, wenn von außen irgendwie viel Druck entsteht, dass man irgendwo den Aufstieg irgendwie aus der Hand gelassen hat. Prinzipiell geht es erstmal darum, was haben wir in dem Jahr erreicht, und wir haben sehr, sehr viel erreicht. Ja, vor allem dürfen wir uns das nicht matig machen lassen, egal was passiert. Wir sind stolz, gute Saison und wir stehen da voll dahinter, oder? Ja, ich meine, es sind noch 2 Spiele, es ist noch nichts verloren, abgerechnet wird zum Schluss und die Jungs sollen jetzt im Training ganz klar Gas geben. Also das ist klare Erwartung. Ja, die Sache ist noch nicht vorbei. Also die Motivation sollte da sein, dass wir da mit vollem Fokus nochmal auf das nächste Spiel gehen. Nee, auf jeden Fall. Ich habe es auch mit dem sportlichen Leiter schon gehabt und mit dem Trainerteam und die werden den vollen Fokus jetzt auf die Woche legen. Wir geben nicht auf. Das haben wir noch nie hier in dem Verein gemacht und das werden wir weiterhin so behalten. Ich glaube an die Jungs und mein Gefühl sagt mir bisher, dass Hausen auf jeden Fall patzen wird. Die spielen gegen Untermünstertal, da ist auch noch irgendwie eine Rechnung offen. Und von dem her sehe ich das Laufenburg-Spiel wirklich als Prio 1 ja, die Woche. Ja. 10 Minuten volles Tempo machen und dann tot sind, können die 90 Minuten. Das ist der einzige Unterschied. Ja, gut, okay. Machen wir aber nicht. Wichtig ist da Kommandos geben, das heißt die Gruppe, die hier keinen Druck hat und spielt sich den Ball. 16, 17, 18, 19. Okay, die selben gehen rüber, wieder rüber. Nein, Jungs, geil! Jawohl, jawohl, falsch gut! Bist du passiv? War eine sehr gute Trainingswoche, bin sehr zufrieden. War top, hä? Ich geh mal in die Kabine, Jungs. Hä? Wir haben auf der einen Seite etwas, das nennt sich Angst. Und auf der anderen Seite haben wir sowas wie Hoffnung. Ja? Und wie ich meine Gedanken führe, wie ich meine Gedanken steuere. Ja? Dementsprechend habe ich eine Körpersprache. Dementsprechend gehe ich in die Aufgaben rein. Jetzt gehen wir raus, Jungs, machen uns geil warm. Genau. Ja? Jungs, komm hoch jetzt, komm! Lass ihn noch Schuhe anziehen, das kommt zu lange. Also Musa hat schon alles gesagt, glaub. Ich habe aber auch noch was gesagt. Ja? Das ist Derby-Time, wir haben es natürlich krachen gehört, wir lassen es auch krachen, ja? Was sind wir? Angie! Was sind wir? Angie! Was sind wir? Angie! Mit der richtigen Einstellung wird man immer was erreichen, immer. Und so werden wir heute auftreten. Wir lassen uns das von niemandem schlecht reden. Wir haben Hoffnung. Warum haben wir Hoffnung? Weil doch die Chance da ist. Weil doch die Chance da ist.
Ja? Und für diese Chance füttere ich alles, was ich habe, an Hoffnung. Ich gebe alles, was ich habe, für diese Chance. Scheißegal. Ja, wir machen weiter. Scheißegal, wer einen Fehler gemacht hat und warum, wieso, weshalb. Das bringt uns nichts. Wir müssen positiv weitermachen, Jungs. Ja, lasst euch nicht runterziehen. Zieht euch selber nicht runter. Bleibt positiv. Wenn wir es gewinnen wollen, Jungs, dann müsst ihr positiv bleiben und weitermachen. Ja? Wir haben viele Chancen gehabt. Wir müssen weitermachen. Ja? Und wenn wir vorm Tor sind, Jungs, mehr Überzeugung. Mehr Überzeugung. Glaubt an euch. Glaubt an dieses Tor. Selber war ich jetzt nicht immer der bombastische Fußballer, aber ich habe immer, ja, ich muss selber sagen, ich habe halt mich reingelesen, ich habe mich reingearbeitet und habe halt einfach die Erfahrung gesammelt. Unsere Farben rot und schwarz! Immer weiter kämpfen! Mit Stolz der Löwen auf der Brust! Immer weiter kämpfen! Auch wenn manchmal nicht so gut läuft! Immer weiter kämpfen! Für die FSV! Im Umkreis sind wir Stand jetzt der einzige Verein, der wirklich nicht aus einer Spielgemeinschaft ranwächst, aus drei Vereinen oder vier Vereinen, wo zusammenarbeiten, sondern man hat die Entwicklung geschafft, 2012 ein kompletter Verein zu werden, um auch dort wieder ranwachsen zu können. Und das sieht man aktuell auch in den ersten und zweiten Mannschaften. Und das ist auch das Ziel, was wir auch in der Jugend erreichen wollen. Aufgrund dessen, für die Qualität, wo wir wachsen wollen, die Menge an Spieler, wo wir haben und wo wir auch die Trainer noch qualitativer ausbilden möchten, man sagt, alles klar, die Spieler, die zu uns kommen, die werden auch in ihrer ganzen Jugend super ausgebildet, um am Ende auch sagen zu können, hey, wir sind gute Fußballer geworden. Und das wird auch, das ist auch unser Ziel, in 2 bis 3 Jahren sagen können, wir spielen nicht nur in der Kreisliga mit, sondern auch in der Jugend bin ich schon, habe ich mal Erfahrung geschnuppert oder weiß, wie das ist, in stärkeren Mannschaften zu spielen, auch gegen stärkere Gegner. Und ich glaube, das ist auch der Anreiz, warum auch dann wir in Jahren noch sagen können, hey, die guten Spieler gehen nicht jetzt nach Lörrach-Brombach oder nach Weil, sondern die können wirklich hier bleiben in Rheinfelden und hier können wir sie ausbilden. Es muss nicht nur Qualität wachsen am Mann, sondern auch wirklich, dass die Jugendspieler so den Zusammenhalt finden, dass sie merken, alles klar, ich habe eine Verbundenheit mit dem FSV. Das heißt, ab und zu auch mal abends zusammenzusitzen, dass die Trainer nach dem Spiel noch sagen, wir laden euch ein. Dass ihr auch wirklich am Ende sagt, hey, ich gehe nicht daher zum Fußballspielen nur, sondern kann auch sagen, das ist wie so, ja, vielleicht auch meine zweite Familie, wo ich aufbauen kann. Und das auch in der Freizeit. Für mich ist die Jugend die Wurzel. Dann kommt der Stamm und oben sind die Früchte, die tragen. Und die tragen nur Früchte, wenn die Wurzel stimmt. Wenn ich jetzt überlege, wir sind gestartet mit unter 20 Jugend und jetzt sind wir über 200 Jugend. Wir haben alle Mannschaften jetzt, vom Bambini bis A-Jugend. Also wir müssen stolz sein, dass wir alle Mannschaften hier in FSV Rheinfelde haben. Ich möchte sehen, in unserer Körpersprache, in unserer Haltung, dass es heute nur einen Sieger geben kann. So gehen wir jetzt in die Kabine, so ziehen wir uns um, so machen wir uns warm und so spielen wir heute. Auf geht's! Komm. Kontakt, Kontakt, Kontakt! Hey, Jerry! Ja.
ihr, dass wir das sauber zu Ende spielen. Guckt da raus, Jungs. Hä? Guckt da raus, die haben es verdient. Hä? Dass, sie, dass wir uns richtig hier reinhauen. Hä? Dass wir das sauber zu Ende spielen und konsequent zu Ende spielen. Hä? Okay, Jungs, auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Ich habe halt gesehen, dass der Torwart rauskam. Die Ecke war zu und aus der Spontanität heraus habe ich gedacht, komm, probieren wir, chippen mal über den Torwart und ja. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, ja. Ja, die Enttäuschung ist natürlich riesengroß, das muss man schon sagen. Wir haben sehr viel Arbeit geleistet dieses Jahr und ja, deswegen auch diese große Enttäuschung, weil wir so viel Schweiß liegen lassen haben hier auf dem Platz und alle zusammen durch dick und dünn gegangen sind und jetzt gegen Schluss einfach alles liegen lassen haben, ist natürlich immer bitter. Aber ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf die Jungs und auf den Verein, weil wir zusammen als Familie agiert haben und nicht als Einzelperson. Und das fand ich super stark und das ist auch das, was ich sagen muss, was in den letzten 10 Jahren einfach sich verbessert hat. Wir sind zusammengewachsen, wir sind ein Team geworden, wir sind eine Familie geworden, haben uns verjüngt, wir sind alle motiviert und sehr engagiert. Deswegen freue ich mich auf das, was jetzt noch kommt. Der FSV Rheinfelden ist heute 10 Jahre alt geworden. Es war die beste Entscheidung aus den 3 Gründervereinen, den FSV Rheinfelden zu kreieren. In den letzten 10 Jahren haben wir nicht nur viele sportliche Erfolge feiern können, unter anderem den Aufstieg in die Bezirksliga oder den Aufstieg in die Landesliga. Nein, wir konnten unsere Kräfte bündeln und wurden auch im Funktionärsbereich immer stärker. Wenn wir die vergangenen 10 Jahre des Vereins nochmal Revue passieren lassen, dann kann man eigentlich nur eins sagen, dass wir verdammt stolz sind auf das, was wir erreicht haben. Und jedes Mitglied hat seinen Beitrag dazu geleistet und wir können wirklich stolz sein auf den Punkt, an dem wir heute stehen. Der FSV Rheinfelden ist das Markenzeichen des Rheinfelder Fußball in Rheinfelden. Wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag, den wir mit voller Leidenschaft erfüllen. Dafür stehen uns nicht nur 50 ehrenamtliche Funktionäre in verschiedensten Bereichen zur Verfügung, sondern wir sind mittlerweile auch aufgestellt wie ein Unternehmen durch die Organisation verschiedener Fachgremien. Jeden Tag arbeiten wir hart und hart für unseren FSV Rheinfelden, um den Erfolg weiter voranzutreiben. Wir haben in der Jugendarbeit viel geleistet, großen Zuwachs und viel für die Region getan. Der Aktivbereich hält sich seit Jahren konstant. Dieses Jahr haben wir sogar die beste Saison des Vereins gespielt. Ich bin stolz, mit so vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern diesen Verein gestalten zu dürfen und voranzubringen. Gerade mit der Fertigstellung der neuen Sportanlage hier in Warmbach hat sich der Verein einen riesigen Traum ermöglichen können. Und da muss man ganz klar sagen, haben wir 2021 einen ganz großen Meilenstein in der Vereinsplanung erreicht. Die Fusion hat uns gezeigt, dass das Gegeneinander der falsche Weg ist, sondern das Miteinander. Dieses Miteinander leben wir und verbindet uns. Das ist eines der großen Werte des FSV Rheinfelden. Eigentlich können wir nur jetzt noch mehr Geschichte schreiben und tolle, tolle Zeit hier zusammen verbringen. Nicht nur sind wir stolz, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, wir sind voller Vorfreude, was in den kommenden 10 Jahren, 20 Jahre oder sogar 100 Jahre passieren wird. Dafür steht ihr FSV Rheinfelden. Und dann Opti macht doch da. Hey Jungs, hey, wir waren selbst gesehen.